Ich möchte darüber sprechen mit Henrik M. Broder bei mir im Studio, denn Sie haben gesprochen mit den Eltern von Anne-Marie. Jetzt dieses Urteil, die besondere Schwere der Schuld, 15 Jahre lebenslang. Glauben Sie, das ist die Genugtuung, die Gerechtigkeit, die man irgendwie sich erhofft hat? Nun, das Urteil ist so ausgefallen, wie man es erwartet hat, obwohl man eigentlich vor Gericht immer mit allem rechnen muss. Im Laufe des Verfahrens war auch öfter von einer posttraumatischen Belastungsstörung die Rede. Das ist ein sehr moderner Begriff, der in vielen Verfahren als eine Art Entschuldigung für die Tat gebraucht wird. Wenn Sie als Kind zu viel Spinat essen mussten, könnte es sein, dass Sie hinterher eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Das ist hier nicht passiert. Das muss man den Richtern zugutehalten. Aber eine Gerechtigkeit kann es in diesem Falle einfach nicht geben. Der Fall ist einfach zu grauenhaft. Da schnappt sich ein junger Mann, der Ende 2014 hergekommen ist, ein Messer, bringt zwar Menschen um, er schlachtet sie. Es gibt noch weitere Beschädigte, wenn Sie so wollen. Eine Frau, die bei diesem Überfall verletzt wurde, hat sich das Leben genommen. Und wie das Leben der anderen, die zugeschaut haben oder verletzt wurden, aussieht, kann man sich denken. Diese Menschen sind für ihr Leben gezeichnet. Es ist das erreicht worden, was in den gegebenen Umständen das optimale Ergebnis war. Aber ob Gerechtigkeit erzielt wurde, das glaube ich nicht. Der junge Mann, der Täter, der ja nicht mehr als mutmaßlicher Täter bezeichnet werden muss, jetzt ist er der Täter, der hat ja auch am Anfang die Tat einfach geleugnet. Er dachte, er kommt damit durch. Und was ich mich frage, so als unbeteiligter Beobachter, wie kommt jemand dazu, einfach auf zwei Menschen loszugehen? Im Laufe des Verfahrens war davon die Rede, er habe aus Frust gehandelt. Wissen Sie, wenn alle Menschen, die aus Frust erlebt haben, danach andere Leute abstechen werden würden, hätten wir nur Blutbäder. Also es bleiben noch viele ungeklärte Fragen und ich muss mich wiederholen zu meinem ersten Statement. Jetzt fängt eigentlich die Klärung des Falles an. Ja, denn wir haben jetzt dieses Urteil und es ist das Härteste, das Deutschland so fällen kann. Aber die Aufklärung, die ist sicherlich für die Angehörigen, aber für uns alle wichtig, denn diese Tat hätte so gar nicht passieren dürfen oder passieren müssen. Was verlangt man da jetzt, vor allem aus Sicht der Eltern? Die Eltern verlangen und erwarten völlig zu Recht, dass jetzt der Anteil der Verantwortung der Behörden geklärt wird. Es gibt übrigens auch beim NDR, glaube ich, eine sehr gute Chronologie der ganzen Geschichte, wo auch beschrieben wird, wie die Akten hin und her gehen, wie die eine Behörde keine Ahnung hat, was die andere veranlasst oder nicht veranlasst hat. Und das ist es, was jetzt auf den Tisch muss. Weil das ist nicht einfach ein Doppelmord, der da passiert ist. Es ist ein Doppelmord aus Nachlässigkeit, der nur passieren konnte, weil die Behörden nachlässig gehandelt haben. Weil die Behörden ihre Pflicht zur Vorsorge nicht nachgekommen sind. Und der Mann war klar als Täter. Er hat, ich sagte es schon mal, über 20 Verfahren gehabt. Er hat 3 Verurteilungen gehabt. Es waren auch Messer involviert in seine Handlungen. Und er konnte trotzdem sich in aller Freiheit bewegen, sich ein Messer verschaffen. Wissen Sie, die Folgen sind einfach unabsehbar. Bei mir selbst habe ich einen gewissen Wandel festgestellt. Wenn ich heute in den Zug steige, was ich relativ oft mache, ich gucke mich um, wer da sitzt oder wer auf einer Station zusteigt. Und das geht vielen Leuten so. Diese Unbefangenheit des täglichen Umgangs, des Reisens, des Benutzens von Verkehrsmitteln ist dahin. Und vergessen Sie nicht, der kam Ende 2014 hier an. Das heißt, er war hier schon eine ganze Weile. Die Frage ist, wovon hat er gelebt? Wie konnte er überhaupt so lange hier bleiben? Er hat kein Asyl bekommen. Er ist als Asylberechtigter nicht anerkannt gewesen. Was natürlich die übliche Frage in den Vordergrund rückt. Wieso konnte er so lange hier bleiben? Er stand eigentlich zur Abschiebung an, ist aber nicht abgeschoben worden. Also in diesem Fall kommt die ganze Tragik, die Vergeblichkeit und die Inkompetenz der Flüchtlingspolitik zum Tragen. Henrik M. Broder, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Also die politische Aufklärung, die geht noch weiter. Jetzt haben wir aber... Die fängt jetzt eigentlich erst an. Der Rechtsstaat hat heute gesprochen. Diese Aufklärung, sie folgt jetzt. Dankeschön. Ich danke Ihnen.